Vor 3 Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation Covid-19 zu einem Gesundheitsnotstand erklärt und die höchste Alarmstufe ausgerufen. Seitdem hat das Virus fast 7 Millionen Todesopfer gefordert, davon allein 2 Millionen in Europa. Doch einige Experten halten diese Zahl für eine Unterschätzung. Im Vergleich zu 2020 hat sich die Situation dank der Covid-19-Impfstoffe, die in Rekordzeit entwickelt wurden, erheblich verbessert. Dem Gesundheitsexperten Professor Jeffrey Lazarus zufolge infizieren mehrere Omikron-Untervarianten derzeit tausende Menschen in Europa und fordern weiterhin Todesopfer. Millionen Europäer haben oder hatten Long-Covid, aber wir wissen nicht genau, wie viele. Das ist eine der wichtigsten, ich würde sagen, der dringendsten Themen für die europäischen Gesundheitsbehörden. Überwachung der Menschen mit Long-Covid. Es sei noch ungewiss, ob Auffrischungsimpfungen helfen können, Long-Covid zu bekämpfen. Griechenland, Deutschland und Spanien gehören zu den letzten Ländern in Europa, in denen noch einige Regelungen zum Tragen von Gesichtsmasken in Kraft sind. Aber auch diese werden wohl bald aufgehoben. Es sei zudem wichtig, dass die Regierungen gegen die Impfmüdigkeit ankämpfen. Wir haben gelernt, dass wir trotz aller Vorkehrungen nicht auf diese Pandemie vorbereitet waren. Und die Bevölkerung wurde völlig überrascht, ebenso wie viele Regierungen. Jetzt wissen wir, wie wichtig es ist, auf eine Pandemie vorbereitet zu sein. Das wird uns immer begleiten. ExpertInnen warnen davor, dass das Coronavirus weiterhin präsent bleiben wird und dass weitere Pandemien drohen, weil Mensch und Tier durch den Klimawandel und die intensive Landwirtschaft gezwungen sein werden, auf immer engerem Raum zusammenzuleben.